Hallo Freunde und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raven. Wir stehen vor unserem Schiff, das Schiff der Paladiner. Auf der rechten Seite seht ihr Lester. Lester kommt jetzt auch endlich beim Schiff an und wir werden ihm gleich folgen, denn gleich beginnt die große Reise. Ich weiß, ich hatte in der letzten Folge gesagt, falls wir noch was Wichtiges erledigen sollen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Allerdings bin ich direkt danach wieder zum Aufnehmen gekommen. Das heißt, ich konnte nicht so lange warten, um mir eure Kommentare durchzulesen, sondern musste direkt die nächste Folge aufnehmen. Denn in den nächsten Tagen komme ich nicht mehr zum Aufnehmen und deswegen musste ich das jetzt einfach tun. Aber ich denke mal, das Wichtigste haben wir erledigt. Wir könnten das Spiel jetzt noch eine ganze Weile weiter treiben, denn ich habe ja noch viele unerledigte Quests und Aufgaben. Aber gut, irgendwann muss es auch mal ein Ende haben. Und davon abgesehen, wir sind ja eigentlich noch gar nicht am Ende, denn es geht ja noch weiter, wenn wir mit dem Schiff fahren. Jetzt gehe ich erstmal auf das Schiff und hau mich mal einen kurzen Moment hin, damit meine Gesundheit wieder voll ist. Wir müssen nur auf eines achten, ich darf nicht in die Kapitänskajüte gehen, denn ansonsten würde es direkt weitergehen. Ich versuche mal, ob ich hier diese Crewkabine finde, die müsste da oben sein, wenn ich mich nicht irre. So, das ist glaube ich hier. Ah, sieht doch gut aus. Dann hau ich mich mal hin bis zum nächsten Morgen. Gute Nacht. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Meine Kollegen stehen auch gerade auf. Ihr könnt jetzt schön an die Arbeit gehen. Da ist der Kapitän Jorgen. Und jetzt geht's los, Leute. Wir brechen auf. Die Mannschaft ist groß und komplett. Sehr schön. Hier geht es zur Kapitänskajüte. Wir sollen uns jetzt eigentlich dort schlafen legen. Willkommen. Und damit willkommen in dieser schönen Höhle, in der jetzt unser Schiff drin steht. Das erinnert mich übrigens an Phantasialand. Ich war gestern im Phantasialand. Da gibt es auch so schöne Höhlen, wo man dann mit dem Schiff durchfährt und so weiter. Erinnert mich irgendwie daran. Aber okay, ich glaube, wir gucken uns erstmal um. Beziehungsweise wir sollten vielleicht erstmal mit den Kollegen hier reden. Kapitel 6. Die Hallen von Idorath. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. So, wen haben wir denn hier? Laris. Was sagst du, Laris? Hey! Wie sieht's aus? Ja, recht gespenstisch, die Grotte hier. Ja, in der Tat. Diego! Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Korinis entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten? Es ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Okay, das müssen wir uns merken, falls es irgendwo eine Stelle gibt, wo ich tatsächlich nicht mehr weiterkomme. So, gehen wir mal hier hoch. Genauso wie du sagst. Vielleicht ist da oben auch jemand. Da ist auch jemand. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Lester! Hey! Hast du mir etwas zu sagen? Dieser merkwürdige Kerl, der sich Mario nennt, ist mir nicht geheuer. Er strahlt so eine böse Aura aus. Pass auf deinen Rücken auf, mein Freund. Oh oh. Ich habe mir in der letzten Folge, als wir den Kollegen angeheuert haben, schon gedacht, irgendwas ist mit dem faul. Aber gut,
Wenn er mir jetzt irgendwie querkommt, dann hauschen halt um, ne? Ist auch kein Thema. Lester Milton. Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Enos mitgebracht? Na klar. Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Ich frage mich gerade, was wohl passiert wäre, wenn ich das Auge Enos nicht dabei hätte. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich glaube, ich muss das nochmal ausprobieren. Wer erzählt denn sowas? Oh, da ist noch jemand. Wer erzählt denn sowas? Das müsste doch Gorn sein, genau. Hey! Keine Ahnung, sag böse, Mann. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Das hätte er doch besser. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Das bekommst du, mein Freund. Ich glaube fast, das mit dem Auge Enos müssen wir nochmal testen. Ich muss dann nochmal eine Abspeicherung vorreinladen. Allerdings nicht heute, das machen wir irgendwann mal. Und wenn ich es vergessen sollte, erinnert mich bitte nochmal dran. Ich will das mal testen, was dann passiert. So, der Schmied hämmert schon schön. Bennett. Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzukriegen. Aber sonst... Welche Waffen kannst du mir verkaufen? Nur die besten, das weißt du doch. Sehr schön. Was hat er denn hier? Berserker-Axt, benötigt Stärke 170. Eine Barbaren-Streitaxt, die können wir sogar benutzen. Ein schwerer Zweihänder, Einhandwaffe, Folter-Axt, 125. Ja, wir brauchen momentan gar nichts. El Bastardo. Sehr schön. Einhandtalent-Bonus 8. Das heißt, da kommen wir auf über 100 in Einhand. Das können wir uns merken. Gut, aber ich will jetzt momentan nichts kaufen. Ich gehe jetzt nochmal hier hoch, vielleicht ist da auch noch jemand. Ich habe dir jetzt nicht durchgezählt, ob wir mit allen gesprochen haben. Ah, das Kapitän. Und der Paladin. Alles im Griff? Klar doch, wenn uns die ganzen Ungetüme hier in Ruhe lassen. Ja, das werden wir mal sehen, ne? Girion. Alles gut überstanden? Ich denke schon. Brauchst du noch lange für deine Mission hier auf diesem Felsen? Ist noch gerade erst angekommen. Junge, Junge, Junge. Lee. Hey, you. Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Sehr schön. Wie geht's meinem Schiff? Mach dir keine Sorgen. Ich hab hier alles im Griff. Naja, ob du das auch noch sagst, wenn eine Herde Orks angerannt kommt. Wir werden es sehen, da oben steht auch noch jemand. Wen haben wir da? Mario, der sitzt so alleine. Ja, da macht mir schon so ein bisschen Sorgen, aber ich werde mal mit ihm reden. Jetzt kannst du deine Kampfkraft unter Beweis stellen. Langsam. Alles zu seiner Zeit. Hab auch nichts anderes von dir erwartet. Abwarten. Okay. Ich weiß nicht, ob er mir was Böses will. Eventuell steht er irgendwann im Ork-Kampf hinter mir und haut mir mit seinem Schwert auf den Schädel. Aber wir werden es sehen. Gut, Freunde, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal speichern sollten. Jetzt, wo wir hier angekommen sind. So, hier geht's vom Schiff. Momentan sieht alles ruhig aus, aber ich glaube, das bleibt nicht lange so. Ich gehe mal ins Menü und speichere mal. So, machen wir 337. Auf geht's. So, da sind noch ein paar Kisten. Aber die Kisten sind wahrscheinlich nicht von uns. Wir haben dann die Orks oder so hier gelassen. Das ist wahrscheinlich auch die Anlegestelle der Orks hier. Ja, sieht schon ziemlich geil aus. Sieht echt geil aus, muss schon sagen. Ich habe gerade mal einen Screenshot gemacht für Kryoworld.de. Oh, da vorne sind die ersten Orks. Da müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Da vorne sind so Feuerwarane. Okay, also es geht hier nochmal richtig rund, sehe ich schon. Ich gehe ganz langsam näher. Vielleicht schaffen wir es ja, dass nur einer ankommt. Ich glaube es zwar nicht. Da kommen die ersten. Die ersten zwei. So ein Erledefutzi und der eine Ork ist abgestürzt, der Idiot.
So, und der hängt da. So, und wo ist der Ork hin? Der ist ins Wasser gefallen. Na super. Ah, da kommt jemand. Da ist noch ein Hund. Das Haustier der Orks. Da schreit er rum, der Hund. Ja, ich habe keine Ahnung, was mit dem Ork ist. Der ist auf jeden Fall nicht gestorben, wenn er ins Wasser gefallen ist. Der wird wahrscheinlich dann irgendwie, irgendwo wieder ankommen. Der hat sogar hier zwei Heiltränke dabei. Das ist sehr schön. So, und wen haben wir da? Die Ork-Elite. Elite, Entschuldigung. Und noch ein orkisches Kriegsschwert. Das nehmen wir auch mal mit. So, dann haben wir hier noch diese Feuerjungs. Den feuere ich jetzt auch direkt eine. Beziehungsweise, warte mal. Hier muss so eine kleine Spalte. Klasse. Na klasse, das war ja wieder klar. So, kommen wir da irgendwo raus? Also ich hätte jetzt eigentlich mal schon erwartet, dass er länger, dass er mehr als 20 cm weit springt, aber gut. Man kann eigentlich alles erwarten, ne? Nur mal gucken, ob er hier überhaupt wieder an Land kommt irgendwo. Ansonsten lade ich halt nochmal neu rein. Ist ja kein Thema. Aber hier komme ich irgendwie nicht hoch. Da ist dieser bescheuerte Ork. Der sucht auch einen Aufgang. Der folgt mir wieder, der Idiot. Aber gut, lass ihn mal folgen. Ja, schön reingesäbelt bin ich da eben gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Wo komme ich hier hoch? Ich glaube, bevor ich jetzt noch 2 Stunden lang rumsuche, sollten wir vielleicht direkt eine Abspeicherung reinladen. Und wo ist dieser Ork? Der ist jetzt abgesoffen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Komm, wir tauchen mal hier. Wahrscheinlich ist es auch... Man kann nicht runtergucken zum Tauchen, sonst würde ich mir mal hier gucken... Würde ich mir mal angucken, wo dieser... Wo der Boden ist oder so. Guck mal, man hört jetzt gar unter Wasser reden. Ich glaube, da vorne geht's hoch, oder? Könnte zumindest sein, da wo die Feuerwarane sind. Vielleicht ein bisschen schräg, wir müssen es probieren. Die Frage ist auch, wer hat denn das Boot da festgemacht? Aber es könnte natürlich auch meine Mannschaft gewesen sein, ne? Ja, genau, hier geht's hoch. Sehr schön. So, dann kommt mal her, Jungs. Immer am besten einer nach dem anderen, ne? Ihr wisst ja, wie es geht. So, ganz schnell. Zack und zack und zack. Genau so und nicht Andreas. So, die Krallen nehme ich auch mal mit. Wir werden sie wahrscheinlich auch nie wieder brauchen. Wahrscheinlich müssen wir eigentlich überhaupt nichts mehr einsammeln. Aber gut, ich mach's trotzdem mal. Ja, sieht schon geil aus hier. Ich brauche aber trotzdem wieder ein bisschen Heilung. Sehr schön. Und ich werde das auch nochmal quicksafen. Ich habe nämlich so die dunkle Befürchtung, dass ich da wieder runterfalle. Weil der namenlose Held irgendwie nicht in der Lage ist, gescheit zu springen. Das haben wir ja in der vorletzten Folge schon gesehen mit diesem Gitter. Mit diesen Spitzen, die aus dem Boden geragt sind in der einen Folge. Da war ja auch zu blöd zum Springen. So, diesmal hat es geschafft. Diesmal hat er es geschafft. Ich weiß, liegt natürlich alles nur an mir. Da ist schon wieder der nächste Ork. Na, dann komm mal her, mein Ork. Du bist ja ganz alleine. Schaut euch das mal an. Mit einem Schlag den Ork niedergerafft. Das ist doch eine geile Sache, ey. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie schwer das damals war? Wo kommt denn überhaupt das Blut hierher? Ist das von den anderen Orks noch von vorhin? Könnte sein. Da sind die nächsten. Da sind die nächsten Orks. Also hier wimmelt es ja nur so von den Jungs hier. Ach du Scheiße. Ich renne da jetzt mal ein bisschen rein. Aber ich renne jetzt auch mal zurück in der Hoffnung, dass ein paar vielleicht stehen bleiben. Dass ich nicht ganz so viele zu erledigen habe. Ja, das sind immerhin 3 Stück. So, der hat viel ausgehalten. Schaden haben sie trotzdem keinen gemacht. Ja, ich bin schon ganz schön gut geworden. Das ist schon krass.
Das ist echt krass. Und das war ja damals schon so, als man Gothic 2 gespielt hat, dass man am Schluss wirklich der Held war. Nichts zu plündern. Man merkt das so richtig bei Gothic 2, wie der Held stärker wird. Das war auch schon beim ersten Teil so. Also ich sage immer Gothic 2, aber beim ersten Teil war es genauso. So, wen haben wir da? Ein Schaman, so wie es aussieht, und ein Hund. Wir gehen erstmal hier zu dem Schaman. Jetzt gehen wir zu dem Hund. Der rennt aber weg. Guck mal, der braucht sogar drei Schläge. So, der hat einen Mana-Trank dabei. Mana-Trank ist nicht, natürlich nicht verkehrt, ne? Denn ich brauche hier, um zu heilen, Mana-Tränke. Wir haben natürlich mittlerweile auch jede Menge Heiltränke dabei. So, vier Stück an der Zahl. Ich glaube, ich versuche mal ein bisschen Abstand zu nehmen. Ich könnte die natürlich auch alle zum Schiff locken, aber ich habe viel zu viel Angst, dass dann meine Crew drauf geht. Denn so hundertprozentig trauen tue ich den Jungs nicht. So, zwei Stück haben wir erledigt. Die anderen beiden sind wieder zurückgegangen. Vier Stück waren eben gerade, glaube ich, auf dem Weg, mir den Schädel einzuschlagen. Aber so ganz hat es nicht geklappt, ne? Komm. Na komm. So, die Maus hängt wieder, aber es geht. Da vorne ist auch noch so ein Isocho. So, und da sind irgendwelche komischen Statuen. Seht ihr, das sieht aus wie ein Felsen, aber es sind irgendwelche Statuen. Ich gehe nochmal zurück, denn da ging es auch nochmal hoch. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das sieht jetzt auch nicht unbedingt aus wie ein Weg hier, aber ich will das ja komplettieren, nicht wahr? Sieht alles schön. Ach, da oben sind auch noch Orks, natürlich. Das ist allerdings auch nur ein Schamane und ein Hund. Und der Schamane schläft. So, bevor er aufgewacht ist, war er schon tot. Und das heißt, wenn man im Schlaf stirbt, dann ist es ja eigentlich ein sehr wünschenswerter Tod. Zumindest, wenn man da schon das entsprechende Alter erreicht hat. So, und hier oben geht es auch gar nicht mehr weiter. Ihr habt es gesehen, bei den letzten Gegnern habe ich jetzt hier... Hallo? Da ist irgendwo noch ein Schwert, was runterrutscht. Bei den letzten Gegnern habe ich jetzt nichts mehr eingesammelt. Ist mir jetzt auch egal. So, aber wir könnten nochmal abspeichern, bevor ich wieder irgendwo runterpurzel oder so. Dann wäre das ja wieder das Ende. Okay, da vorne haben wir jetzt nur noch diese komischen Statuen. Was sind das für welche hier? Sind es auch Orks oder so? Kann es gar nicht richtig erkennen. Ne? Sieht nicht aus wie Orks. Ist irgendwas anderes. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Und da vorne läuft auch ein Ork rum. Oh, eine ganze Menge Orks sehe ich gerade. Warte mal, der wirft hier mit Feuer. Oh, 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 oh. Das sind aber ganz schön viele hier. Wow, das ging aber schnell. Und ich habe Gott sei Dank abgespeichert. Warum ging das jetzt so schnell? Ja, weil die wahrscheinlich alle um mich herum standen. So, aber wir sind wieder bei diesen beiden Statuen. Dann werden wir wieder diese Taktik anwenden, die anzulocken, wegzurennen und dann Stück für Stück die Orks wegzusemmeln. So, dann locke ich euch mal gerade an. Kommt alle schön her. Jawohl, so muss es sein. Oh, aua, aua, au. Hör auf in deinem Feuerscheiß. Ich renne jetzt nochmal ein Stück weg. Rückwärtsgang. So, da kommen immer noch ganz schön viele. Ich renne nochmal ein Stück weiter. Boah, was war das eben für ein fieses Geräusch hier. Alter, was ist denn los hier? Das liegt daran, dass es vier Elite waren. Ich muss sie noch weiter verstreuen. Noch weiter verstreuen. Vier Elite, die hauen natürlich fest so drauf. Das kannst du glauben. Gut, Freunde. Ich glaube, wir machen mal eine Pause heute. Wir sind im letzten Kapitel und ich freue mich total drauf. Also, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.